Ein Hallo und willkommen zurück zu Hitman Absolution. Ja, wenn ihr den letzten Part nicht gesehen habt, solltet ihr das natürlich machen, damit ihr auch wisst, was passiert ist. Kurz und knapp kann ich aber sagen, wir sind ins Fabrikgelände von Dex Industries eingedrungen und sind zum Schluss mit dem Aufzug runtergefahren, anscheinend in diese Todesfabrik hier. Und nun ja, da machen wir jetzt auch weiter. Im letzten Part haben wir zwar ab und zu mal gefailt und Kontrollpunkt neu geladen, aber das war ja nicht so schlimm. Ansonsten haben wir das, finde ich, sehr gut über die Bühne gebracht und wir machen auf jeden Fall weiter. Ja, mit der Testanlage. Mr. Travis, ich hoffe, das ist ein verdammter Notfall. Sie wissen, das ist mein Pri... Ich fühle mich sehr geehrt. Wahrscheinlich sagt er, das ist, wollte sagen, das ist mein Privatplatz. Wow. So, es geht los, Mädels. Der war einmal. Alter, das sind so scharfe Bräute. Man darf ja nicht jeden Tag eine Legende töten. Also, wenn das Nonnen sind, Alter, ist es ein Glück, dass ich der Küche eh nicht so gut vertraue. Oder, naja, nicht für die bin. Part 2, Death Factory, Todesfabrik. Meine Katze spaziert wieder über den Schreibtisch. Das macht der neuerdings öfters. Aus Industrie und Forschung das Unmögliche möglich machen. Dexter Industries. Lassen Sie sich verzaubern. Das war nämlich auch das Blöde, da wo wir das Wettschießen hatten gegen Lilly, um unsere Silverballers zurückzubekommen, dass meine Katze einfach mal über den Schreibtisch spaziert und ich musste den dann wirklich so runterdrücken, damit ich noch was gesehen habe, um die Ziele zu treffen. Das war auch immer sehr witzig. Okay, so, wir machen auf jeden Fall weiter. Jo, wir haben nur unseren normalen Anzug. Eine Fabrik für Annäherungsminen und sonstiges, ja. Damit haben wir im letzten Part schon Freundschaft geschlossen mit den Annäherungsminen. Ja. Gut, wo müssen wir überhaupt hin? Ist jetzt erstmal meine Frage. Ah, da müssen wir rein, wie es mir scheint. Da besitzen wir auch eine Schlüsselkarte zu. Zum Glück, oder? Nee. Achso, ich habe doch noch keine. Ja, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, ne, Kinders? So. Gestohlene Akte beschaffen. Würden Sie uns verraten, warum Sie Firmenakten stehlen, Floyd? Ich kenne meine Rechte. Sie, dieser ganze Laden hier, Sie sind am Ende. Hören Sie. Mein Gott, all diese Menschen. Dieses junge Mädchen. Was sind Sie für ein Monster? Die gerne unter sich sind, Floyd. Also, warum hast du bei den Silos rumgeschnüffelt? Arbeitest du für Stallion Armaments? Was? Nein, mit Amateuren geben die sich nicht ab. Lass mich raten. Bürgerrechtsorganisation? Linke Zeitung? Das wird's sein. Irgendein beschissener Liberaler, der es der Obrigkeit zeigen will. Was haben Verräter denn so für eine Gehaltsstufe? Sicher nicht genug. Was reden Sie da? Genug wofür? Für die Anwaltskosten natürlich. Industriespionage ist ein schweres Vergehen, Floyd. Wissen Sie, wir müssen Ihre geliebten Rechte gar nicht verletzen. Wir können sie ruinieren. Sie, Ihre Frau Samantha, Ihre Söhne, Elliot und Philip, nicht wahr? Wir können sie vor Gericht zerren und dafür sorgen, dass es sich Jahrzehnte hinzieht. Wir können mit einem Federstrich dafür sorgen, dass noch Ihre Enkel in Schulden ertrinken. Wenn Sie auch nur ein Wort sagen. Wir lassen Sie kurz darüber nachdenken. Freund. Okay. Gut, der geht raus. Die Schlüsselkarte haben wir ja. Fand ich jetzt mal ganz interessant, sich das mit anzuhören. Wo kommt der Typ denn entlang? Gut, der geht da hinten entlang. Schließen wir das erstmal auf. Der bleibt da stehen. Ich will den am liebsten mal ausschalten. Da der nur ein Problem ist und ich gleich nämlich keine Lust habe, dass der wieder zurückkommt, wenn ich da drin bin. Ich verkleide mich einfach auch mal. Leider können wir den nirgendwo verstecken im Moment. Das ist ein bisschen doof. Was ist das hier? Feueralarm auslösen. Ja, dann soll ich das machen? Und wo... Ja, ich würde sagen, wir machen das mal.
Die Leiche ist ja zum Glück da versteckt. Wollt ihr mich verarschen? Ich mach das. Aber wir hätten dahin in Deckung gehen sollen. Oh, komm schon, Hitman. Versteck dich wieder. Na egal. Dann knipsen wir den halt auch noch aus. So. Wer war das? Ich. So, ja, Erdrosseln hätte jetzt nichts gebracht. Heben wir das noch auf. Und gehen mal hier rein. Was ist hier los? Wer ist da? Alice? Bist du das? Oh, Gott sei Dank. Ah, geil, die sehen nicht, dass ich da war. Das ist wieder so ein Spiegel. Ah, okay. Du hattest recht. Es gibt ein Labor. Im Keller. Ich habe ein Mädchen gesehen. Hübsch, rotbraune Haare. Sie haben Experimente an ihr durchgeführt. Die leitenden Wissenschaftler. Ashford, Valentine und Green. Green. Ich habe Fotos gemacht. Sie sind da drüben. Alice? Bist du noch da? Hey Mann, hol mich hier raus. Was ist denn los mit dir? Lass mich hier nicht drin. Alice! Alice! Jo, keine Sorge, Kollege. Der schläft schon. So, gestohlene Akten. Nehmen wir mal mit. Super. Gestohlene Akten beschafft. Und, ja. In die Testanlage eindringen. Kollege, du bleibst einfach hier. Chillst ein bisschen daneben. Und ich gehe mal raus hier, denn ich habe ja, was ich wollte. Dankeschön auf jeden Fall. Das hat mir sehr weitergeholfen. So, müssen wir jetzt hier durch? Oder was? Ach so, Türen öffnen. Wow. Ach, da ist eine Türe noch gewesen. Geil. Habe ich immer gar nicht gewusst. Hossa. Super. Anlageeingang gefunden. Klasse. Und hier wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr so gemütlich werden. Aufzug aktivieren. Zum Glück haben wir ja so einen Anzug halt an von denen. Das heißt, wir sind zumindest ein klein wenig nicht entdeckbar oder verschmelzen mit der Masse zumindest. So, hier. Testversuch beginnt in Kürze. Alle Mitarbeiter möchten das Minenfeld jetzt bitte verlassen. Testsubjekte werden freigelassen in 5, 4, 3, 2, 1, jetzt! Oh. Lecker. Heute gibt's Schweinegehacktes. So, das sind wieder so Testtypen, die sollten wir natürlich nicht eliminieren. Was ist eigentlich mit Dr. Green und den Testschweinen? Also ich glaube, den soll. Also Wachen ja, aber das andere sind wahrscheinlich zivile Opfer. Was liegt hier? Ein Mutterschlüssel. Wo geht's hier hinten entlang? Ich glaube, hier können wir später raus, aber das können wir jetzt noch nicht. Ja genau, sie müssen die Einsatzziel verenden, um fortzufahren. Okay, da stehen zwei Wachen, die möchte ich umgehen. Verdammt, weißt du, ich bin eigentlich recht friedfertig. Aber dieser Dr. Green, dieses Arschloch könnte ich echt erfahren. Die lassen wir einfach mal aussprechen. Wo gehen die denn hin? Sehe ich das leider nicht. Ich kann mich nur an der Karte unten orientieren. Ich gehe einfach mal raus. Bin ja irgendwie leicht sicher. So. Der Typ steht da. Theoretisch könnten wir den da ausnocken. Oder? Ja, ich glaube schon. Oder aber auch nicht. Kontrollpunkt neu starten. Und ich bin nicht erkältet, aber irgendwie muss ich irgendwie total oft husten. Ich weiß auch nicht wieso. So. War aber ein Versuch wert. Wissen wir zumindest, dass das nicht geht. So. Die beiden stehen da wieder. Weißt du, ich bin eigentlich recht fertig. Aber dieser Tatakrin, das Arschloch könnte ich echt erfüllen. Nicht nur du, Mann. Nicht nur du. So, dann geht mal bitte wieder. So, ich glaube, der geht jetzt wieder was nach vorne. Oder? Genau, und da kann er auch bleiben.
Schalten wir den halt nicht aus, ist ja eh gut. Je weniger Todesfälle, desto besser. Alter, der springt aber auch nur Schwein in die Luft. Och, Herr, Alter. Naja, besser als Menschen, sagen wir es mal so. Oh, scheiße. Okay, jetzt ist guter Rat teuer. Wie machen wir das? Ich weiß es. Sorry, Leute. Ich weiß das echt nicht, wieso das so ist. Und wer bewegt sich denn nach da hinten? Oh, der Typ. Ja, das ist jetzt auch scheiße. Wie machen wir das denn jetzt? Ich gehe mal schnell hier raus. Warum laufen die denn jetzt alle hier so zu mir? Das ist doch Käse. Scheiße. Ich muss irgendwie versuchen, einen anderen Weg zu finden. So wird das auf jeden Fall nichts. Ach, da hinten ist noch eine Leiter. Da könnten wir ja auch mal was versuchen. Das scheint mir... Boah, ich dachte jetzt gerade, der läuft dahin. Scheint mir auch der sicherere Weg zu sein. Hier hinten könnte es vielleicht noch was geben. Kopfschlüssel und Klappmesser austauschen. Ja, okay. Haben wir noch ein Messer gefunden. Und gehen hier hoch. Weil auf der anderen Seite, da wäre ich zwar auch gerne entlang gegangen. Das wäre wahrscheinlich sogar noch ein besserer Weg gewesen, aber naja, es ist mir zu heikel. Und ich glaube, das scheint mir hier der bessere Weg zu sein. Ich muss natürlich jetzt nur auf die Patrouillengänge achten. Wie die sich bewegen. Aber ich glaube, das hier oben sollte gar nicht so schwer fallen. So, der geht jetzt da lang. Die sind da. Kann ich von Deckung zu Deckung gehen? Oh ne. Aber das, die sollten mich nicht entdecken. Hier kann ich auch von Deckung zu Deckung. Der Typ ist auch leicht verrückt, hat man das Gefühl. Also. Der ist überhaupt nicht crazy oder so. Nein. Aber ich glaube, bei denen kann ich ja so laufen. Wenn ich jetzt, das Gute ist halt, wenn ich jetzt eine Wache bin, dann verdächtigen die Wachen mich nur. Wenn ich jetzt so ein Labortyp wäre, würden die nur die Labortypen mich verdächtigen. Also das ist das Praktische. So, mal schauen, wo es hier entlang geht, außer dass wir nach unten könnten. Okay. Oh, was gibt's denn hier noch? Was ist hier los? Hilfe, wo bin ich jetzt hier gelandet? Und ich habe nicht mehr viel Instinkt. Wo ist denn jetzt dieser Labor-Heini eigentlich? Das wüsste ich mal gerne. Wo ist der denn? Der muss ja irgendwo seine... Ach, da unten ist der. Scheiße. Ich kenn den. Ja, ja, schön, dass du mich kennst. Kacke. Back dir ein Ei drauf. Ich könnte ja diesen Testversuch... Was bringt mir das eigentlich, hier zu sein? Oh, scheiße, der entdeckt mich gleich. Käse. Was ist denn jetzt, wenn ich... Steuer... Nein, 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 nein. Scheiße. Oh, oh. Okay, jetzt ist gut. Was machen Sie da? Boah, nein! Scheiße, in der letzten Sekunde, oder wie? Spinner. Verdammt. Oh, was können wir denn da machen? Das ist jetzt echt Käse. Kommst du später zu dem Kampf? Nee, meine Tochter hat Bandprobe. Für wen bist du? Wenn sie es sucht. So rein und schlicht. Sanchez, Mann! Ich bin immer für den Underdog. Geschaffen. Sanchez und Underdog. Ich könnte ihn ja. Da stimmt doch was. Boah. Früher war ich Patriot. Ich versuch den jetzt einfach auszuschalten. Der hat seine besten Tage hinter sich. Ich habe so das Gefühl, dass unser guter Sanchez ihn fertig macht. So, den haben wir. Das war's ja schon mal mit dem. Gut, da die jetzt auf der Suche nach dem Mörder sind, verstecke ich mich mal hier drinnen. Leider wurden wir entdeckt, aber das ist wahrscheinlich unvermeidbar. So, der Typ ist tot. Jetzt müssen wir dann nur noch an seine Akten kommen. Zentrale, wir haben ja möglicherweise einen Eindringling. So. Auf der Jagd sind sie. Ich habe leider überhaupt keinen Instinkt mehr. Obwohl doch, jetzt wieder schon ein bisschen. Ich versuche jetzt mal hier rauszugehen. Zum Teufel!
Gehen wir mal hier unten wieder hin. Zentrale, wir haben ein Problem. Würde ich sagen. Ist hier unten jemand? Okay, die suchen alle da. So. Okay, da ist wieder so ein Labortyp. Am besten verkleide ich mich eigentlich als so ein Labortyp. Weil dann ist es nämlich... Ich muss den jetzt ausschalten. Das ist einfach notwendig. Ich weiß, das ist ein ziviler Todesfall. Das kostet mich wahnsinnig viele Minuspunkte. Aber ich muss das tun, weil nur mit der Laborkleidung komme ich da überall hin, ohne dass die Wachen mich entdecken. Ich weiß, die... dann, aber meine Kleidung war eh auffällig. Jetzt entdecken mich zwar die Labortypen, aber meine Kleidung war eh schon... jetzt, das hat eh nicht mehr gewirkt. Von daher, und außerdem sind jetzt hier unten überall nur Wachen. Das ist das Gute. Ich deaktiviere einfach mal die Sicherheitsmaßnahmen. Ach, das mussten wir auch tun. Ach so, okay, gut. Hier liegt aber noch was, oder? Dekontaminierung gefunden. Das ist der Doktor. Okay, das haben wir auf jeden Fall geschafft. Bisschen Munition aufgehoben. Was ist das? So. Sabotieren wir mal alles ein bisschen. Was ist das hier? T-Verkleidung. Verkleiden wir uns mal, was das ist. Mal gucken. Ist da drüben was? Wahrscheinlich aber... Ach, jetzt bin ich wieder als Wache verkleidet. Oh, ne. Ne, das ist die aufgeflogene Kleidung. Ne, ne, das lasse ich lieber. Ein Annäherungsdetektor. Okay. Oh, ich bin sichtbar bewaffnet. Ne, das möchte ich nicht. Vor allem nicht als, Laborant. So. Und dann gehen wir nach da unten einfach raus. Müssen wir nur noch hier runterkommen wieder. Okay, so. Ich wette, man hätte auch irgendwas machen können da vorne, wo der seine Testanlage mal gestartet hat. Ich wette, da hätte man auch irgendwas sabotieren können und da konnten wir leider nicht hin mit unserer Sache. Und, ja, dann habe ich ihn lieber so getötet. So. Oh, ist nicht schlimm. Ich habe hier mein Labor. Hier ist die Kacke am Dampfen. Ja, ich gehe auch besser. Tschüss, Leute. Hast du schon gehört, dass Steven jetzt eine höhere Sicherheitsfreigabe hat? Ja, er darf jetzt in das Silo. Echt? Silo-Eingang lokalisieren. Hast du ihn gefragt, was da unten vor sich geht? Habe ich, aber er musste eine geheime... Tag, Kollegen, Leute. So, dick wie ein so, ich würde aber sagen, hier beende ich jetzt auch erstmal den Part. Und dann sehen wir uns zunächst wieder. Bis dahin sage ich, ciao, Leute.